Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum mittlerweile 10. Spieltag der Saison 23/24 und damit zum heutigen Spieltag Hannover 96 gegen unseren großen ersten FC Magdeburg. Einen wunderschönen guten Abend. Mach mal fertig. Drück mal X. Okay. So. Spiele ich jetzt auswärts? Brainhouse. Guck mal, machen wir so, rot-blau? Ja. Rot-blau sieht gut aus. Ja. So. Okay, dann machen wir mal ganz kurz mal einmal Spieleinstellung. Die Partie, wie lange wollen wir denn spielen? Das haben wir um 8, glaube ich, oder? Ich glaube 8, ja, aber das war immer ein bisschen mau. Wir machen eine ungerade Zahl, 7. Finde ich erstmal ganz gut. Ja, muss immer was Ungerades sein. Ich muss noch bei Regeln gucken. Ich habe Frank hier noch nicht gesehen. Auch gerade Shisha. Oh, interessant. Schön, Nico. Geil. Matze hat auch eine Vorhersage gestartet. Auch sehr cool. Danke, Matze. Ehrenmod. Ja, Frank erinnert mich eigentlich schon mal daran, dass ich nach dem Handspiel gucken soll. Mhm. Aber irgendwie ist das jetzt immer aktiviert. So, es gab ja keinen Podcast, Markus. Ich kann mir sozusagen meine Mannschaft jetzt so zurechtstellen, wie ich das möchte. Mhm. Das finde ich gut. Also, falls irgendjemand jetzt gerade Aufstellungswünsche hat, diese nehme ich sehr gerne an. Ansonsten stelle ich so auf, wie ich das möchte. Ich gucke jetzt mal, wie Hannover gegen, die haben gegen Karlsruhe verloren. Hm? Und nehme jetzt da einfach, guck mir die Aufstellung da mal an. Ja, mach das mal. So. Adek Chulacheka, das ist ja eigentlich immer so ein bisschen das Normale. Jetzt lass mich mal gucken. Ich hätte ja eigentlich schon gerne Aslan noch drin gesehen. Hugo nehme ich raus, weil der ist ja verletzt. Ja, also falls irgendjemand Einwände hat zur Aufstellung, gerne mit reinbringen. Einwände vor allem. El Fadli ist ja wieder fit, ne? Ja. Kapitän mache ich dann Kondi. Hallo? Alter Falter, jetzt bin ich hier gar nicht klar gekommen gerade. Heber ist ja auch nicht mehr gesperrt, ne? Das heißt also, Piccini ist gerade auf der 71, das finde ich auch gut. So, Elan Kuri nehmen wir mal raus, weil der ist ja, wie gesagt, verletzt. Dafür könnten wir eigentlich mal, naja, Krempiki ist eigentlich, oder nehme ich Amici mit? Ich würde mal nochmal ein zentrales mit, jetzt habe ich nur Flanken, wir nehmen mal Krempiki dafür mit, ja. Ich nehme Harvard Nielsen raus, weil der rot gesperrt ist, lese ich gerade. Ah, sehr gut. Aber wenn ich jetzt gerade mal gucke, rein theoretisch, hätte jetzt eine plus 8. Eigentlich müsste ich Castaños jetzt aufstellen. Dann wären das hier, passt so, würde Aslan auch gern weiter in der Startelf sehen. Ja, Aslan habe ich. Marcel, sag mal, vom Stürmer her, wollen wir mit Castaños oder mit Schuler starten? Ich glaube, mit Schuler hätten wir jetzt am Anfang ein doch deutlich besseres Tempo und Castaños könnten wir dann noch von der Bank bringen. Aber ich glaube, ich fange mit Schuler tatsächlich erstmal an. War schon interessant, ja, bei FIFA jetzt oder EA Football Club. Täuschert hat Form nach unten, ja. Obwohl er trotzdem ja insgesamt auf die 10 Spiele. Also ja, jedes Spiel einen Scorerpunkt gemacht hat, ja? Ja. Ist interessant. Ist wirklich interessant. Ja, ich kann mich auch nicht so richtig entscheiden, das finde ich schon cool. Schulze schreibt gerade Castaños für Schuler, Matze schreibt Castaños, Marcel kann sich nicht entscheiden. Okay, dann fange ich mit Castaños an. Kastanienbaum. Okay, dann würde ich mal sagen, bleibe ich einfach so. Ich glaube, das ist Aslan für Cheka. Kann der das spielen? Na, der kann das auf meiner Position hier tatsächlich überhaupt nicht spielen. Weil, wie gesagt, hier hat er ZM, ZDM und ZOM. Wenn ich den jetzt da drauf stelle, dann hat er 92 plus, 72.
die hat er so. Ach so, die hat er sowieso schon. Das ist jetzt nicht wie bei Ultimate Team. Stimmt, ist ja nicht Ultimate Team. Ich hab nichts gesagt. Ich spiele das jetzt so. Na los. Ich spiele das jetzt so. So. Geh mal rein, Markus. Noch 0 Spiele in EA Sports Football Club 24 mit uns gehen. Sozusagen Premiere diese Saison. Jetzt überleg ich mal, 10 Spieltage. Also das ist der 10. Spieltag und wir haben noch nicht gegeneinander gezockt. Ja. Jetzt überleg ich mal. Also ist das ja doch nicht so weit hergeholt, dass ich gesagt habe, er ist wieder zurück und doch wieder erkannt. Aha. Von Halstenberg. Ich meine, dass er jetzt ja, der Spieler ist, der da jetzt gekommen ist, aber den 10. Spieltag eine Kurve für den einen Spieler. Stimmt. Grenzwertig. So, ich würde mal sagen, gehen wir rein. Und die FCM-Emojis bitte in den Chat. Für alle die ihn nutzen können. Aber jetzt muss ich mich. Ist immer ein bisschen komisch. Wirklich, wenn man so Ultimate Team gezockt hat, so wie vorhin, weißt du? Fallprofi. Ja, Fallprofi. Ich weiß aber trotzdem immer noch nicht, wie das zustande gekommen ist, ey. Oh, Ballkontrolle ist alles. Oh. Alter, so. Hektik. Hektik. Einfach mit der gelben Farbe drüber, dann denke ich doch die ganze Zeit, ich habe schon eine gelbe Karte. Das, ja, dann bist du deutlich vorsichtiger. Das ist schon mal schön. Oh, was war das? Wie hat er sich den Ball denn vor? Ich finde das ganz schlimm. Kleinen Seitenwechsel reinhauen. Ja, ich sehe dich doch, Leon. Aber wen soll ich da anspielen? Ja, in der Mitte. Oh, stark. Oh nein. War ich denn nochmal dran? Starke Ballkontrolle. Okay. Nee, ich glaube nicht. Raus. Ach, so macht man das, ja. Komplett rausschieben, das Ding. So. Oh, verdammt. Oh! Alter Falter. Oh, ey, der macht schon wieder Druck hier. Nein. Stark. Nein. Nein. Stark von hinten. Ey. Vor allem, was ist denn jetzt eigentlich mit Vorteil für mich? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ich hab nochmal. Ich hab dir nochmal in Mitte gegeben. Ich hab dir nochmal. Hab dir nochmal in Mitte gegeben, Junge! Ach komm. Meine Fresse, Alter, warum stehst du nur so dicht da hinten? Oh nee, falscher Fokus. Verdammt. Jawohl. Schönheber. Nee. Oh. Okay. Oh ey. Oh Mann ey. Meine Fresse, Alter. Das ist eng. Muss mich nach vorne setzen. Habe ich überhaupt schon mal richtig aufs Tor geschossen? So richtig nicht, nee. Meine Güte. Vor allem mal zu schreiben, von hinten ist immer gut, ey. Es ist so geil. Oh nein. Oh, alter Falter, ein Glück. Wie viele Tore fallen? 4? Was da los, Alter? Schäker gewinnt das Koffer. Heimann, ja, danke.
Ja. Oh. Mal so mal kurz mal aus der zweiten Reihe mal einen draufprügeln. Schuss Nummer uno. Puh. Simon schreibt hier, der kleine HSV. Finde ich auch gut. Ich weiß aber nicht, was er damit meint. Verstehst du das? Ja, sowas wie damals Rostock FC im zweiten. Ja, das stimmt. Oh. 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 Verdammt. Nein. Ach. Oh nein. Oh nee. Oh. Und vor allem, ich bin viel zu aufgeregt, Alter. Warum warte ich nicht noch einen Moment? Ich habe gedacht, du kommst da noch zwischen. Abseits. Oh. Warum? Warum zum Geier? Was war da jetzt gerade eigentlich mit... Oh, was ist mit der Kamera los, ey? Oh Gott. Oh, Hilfe. Das Stadion bebt. Das Stadion bebt. Oh Gott. Vom Teuchert. Ist das dein Ernst? Ansage. Vor allem, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Ey, Wahnsinn. Ach, das wird so plump. Reimann. Gehst du wieder ins Tor, Junge? Oh, meine Güte, ey. Oh, schön. Oh Gott. Okay, vielen Dank, Markus. Oh. So, jetzt muss ich erstmal. Ich weiß nicht wohin. Jetzt muss ich erstmal. völlig im Satz abgehackt, Alter. Oh, abgefälscht. Verdammt. Ja, sehr gut. Ach, schön. Mist. Mann! Warum ist denn da keiner? Nein! Oh, ein Glück, ey! Ein Nein. Glück! Meine Güte, ey, Markus! Och! Meine Fresse, Alter! Ich finde es schön, wie hier nur der HFC in. in diesen TikTok-Chat reingeschrieben wird, richtig dumm. Aber herzlich willkommen. So. Mann! Mir ist keiner. Warum steht hier keiner? Oh Mann! Oh Mann! Markus! Oh nee, Mann, ey, was ist denn für Chancen tot, ey? Ach! Oh, Wahnsinn, ey. Warum machen die alle Selfies da, aber die Fans sind? Das weiß ich nicht. Ständig. Es ist ja Wahnsinn. Und vielleicht ist das hier wirklich die Realität. Unfassbar, ey. Vor allem schreibt der jetzt hier auch nur der HFC. Alter, warum kommt man denn als HFCler zum FCM? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja geil. Bauer. Ah, cool. Matze, kannst du den Kollegen mal bitte blockieren? Das wäre absolut traumhaft. So. Wie steht es jetzt 1-0? Denn so nervt mich ja total. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so,
Ja, 1-0. Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt. Wie sind denn jetzt hier so die Verhältnisse? Also meine Dribbling-Erfolgsquoten sind super. 0% Schusspräzision. Habe ich mal eine Frage, ja. Geil. Was ist eigentlich Ballrückeroberungszeit in Sekunden? Das weiß ich nicht. Das also kann ich dir gar nicht so sagen. Ich hätte jetzt so da so gedacht, das heißt, ich habe den Ball in 11 Sekunden zurückerobert oder so vielleicht. Habe ich so interpretiert, ja. Wenn ich Aber dann wäre ja eigentlich die 5 besser. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Naja, vielleicht in dem Moment, wo du den Ball verloren hast, bis du dann wieder an den Ball gekommen bist, sozusagen. Kann weißt du, wie ich meine? Ja. Das wäre so. Aber dann wäre 11 immer noch schlechter als 6 oder 5, was du eben sagst. Ich weiß es nicht. Wo steht das denn? Ich war zu schnell. Als zweites. Ach so, hier als zweites? Mhm. Ballrückeroberungszeit in Sekunden. Ja, nee, gar keine Ahnung. Das müsste man sich vielleicht mal nochmal angucken. Zu Gemüte führen, sozusagen. Wir schauen mal. Jude, ich würde mal sagen, wir machen mal weiter, Markus. Ich muss hier noch ein Tor schießen. Ach so, warte mal, ich will noch Schule einwechseln. Mhm. Nein, oh. Bin jetzt gerade ein bisschen zu schnellig gewesen. Wir machen jetzt mal hier mal, es ist ja nichts passiert vorne, also werden wir mal... Obwohl, ich könnte jetzt auch mal über Chicas auch nicht so viel laufen. Dann hole ich hier mal nochmal gleich Ito rein. So. So jetzt nämlich. Okay. So machen wir das. Sehr schön. All right. Soweit? Ja, ich bin soweit. So, mal den. Auf geht's, ab geht's. Kommt der von hinten? Ich hab einen Körper rein. Ich hab. Oh, verdammt, ich noch einer. Ja. Ach, faul, das war ganz böse. Ja, Matze, ich hab das schon gesehen, ja, ist aber nicht so schlimm. Oh nee, Matze, Markus? Oh. Och Mann. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin ein Chancentod, ey. So. Ach, verdammt. Nein, warum mache ich das? Oh, schade. Ich habe bloß das erste Mal aufs Tor geschossen gerade. Schade. Alter, ich spiele jetzt hier jeden Ball gefährlich. Ah. Oh Gott. Alter Falter, ey, der ging ganz nirgendwo. Aber ein Glück, sage ich dazu nur, ein Glück. Ah, der war... Schlecht, wieder schlecht in der Mitte. Das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Oh, schade. Stark gehalten. Das war wirklich stark gehalten. Ron Robert. Oh, schade. Oh Mann. Oh, verdammt. Schade. Schon wieder in der Mitte. Wie viel Bälle will ich denn hier noch in der Mitte? Vor allem, ich krieg den. Meine Fresse, Alter. Ja, schade. Hallo? Oh, wieso? Nee, den wollte ich nicht spielen, Alter. Den wollte ich einfach nur in der Mitte legen. Ja, na klar. Na, den wollte ich da... Und, oh ja, super. Markus, das läuft ja bei dir.
Oh. Boah, das gibt's doch alles ja nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt ist Glück. Meine Güte, ey. War noch dran? Oder habe ich dann einfach nur daneben geschossen? Ja, war anscheinend noch dran. Er war anscheinend noch dran, ja. Und ganz schön, da einen wunderschönen guten Abend. So. Ronny, vielen Dank für dein Abo. Oh, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ey. Oh nein! Vielen Dank für deinen Sub im 6. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ito. Ito macht das Kopfball. Den Kopfball. Mach das Kopfball, Alter. Ey. Das funktioniert ja gerade gut, Markus. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass es bei mir besser läuft, aber... Ich hätte mich bis zu dem Pass auch gut, glaube ich, ein bisschen kombiniert. Und dann kommt, wo man so denkt, einfach nur Linie runterspielen und dann kriegt er das nicht hin. Ey, unfassbar. Okay. Was? So aus dem Nichts, einfach Alter? Trocken? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, Markus, ey. Ich muss mal ganz kurz was machen. Den TikTok-Stream mache ich jetzt aus. An den Kollegen HFC Chemie, der so eine Scheiße schreibt, ja. Du bist mal richtig behindert, Kollege, ey. Ja, ich glaube, bei sowas ist einfach ignorieren das Beste. Ja, also gebe ich ja keine Plattform für. So, Leute, ich muss jetzt was machen. Ich muss jetzt mal was machen. Aber was? Jetzt könnte ich ja mal... Schule, Attic, Ito... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Frank, vielen Dank für dein Follow. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich mache jetzt nichts. Ich spiele so weiter. Ist egal. Mhm. Ich schmeiß jetzt einfach alles nach vorne. So. Danke, Matze, hast du gut gemacht. Weil ich jetzt aber keine Lust, ihr habt mich gerade mit zu beschäftigen. Harry Magier, einen wunderschönen und vielen Dank für dein Follow. Du hast sie gewechselt, ja. Mhm. So, ich muss jetzt mal ganz kurz mal überlegen. Ich bin jetzt offensiv. Vor allem mit so einem Sonntagsschuss, Markus. Ja. Mit so einem unglaublichen Sonntagsschuss. Verdammt, ich wollte jetzt gerade wieder einen Trick machen, das hat wieder so gar nicht funktioniert. Oh, was? Nein, nein. Ja, sehr gut. Oh. Sehr gut. Ey, warum kriege ich den an... Oh Mann, ey, warum kriege ich den denn nicht? Warum kriegst du den denn? Hallo? Oh, starke Grätsche. Was? Oh nein, warum lege ich den denn nicht rüber? Alter. Jetzt schwimme ich ganz schön. Nein! Jetzt machen wir alles mal ein bisschen entspannter. So. Oh, vor allem 79. schon. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich schmeiße jetzt alles nach vorne. Oh, verdammt. Hast du das gesehen? Ich habe einmal passend und einmal weghauen und dann kam das Ball raus. Wahnsinn, ey. Nein, warum spielt er den denn nicht nach das vorne? Das weiß ich nicht. Nach vorne in die Gasse. Oh Mann. Gibt's nicht, ey. Ey,
Oh, was? Nein! Oh Mann, Alter, ey. Oh. Herrlich, ey. Naja, für wechseln wir mal den verletzten Spieler. Mann, ey. Ja, Schulden ist klar. Ich schon mal 2-0 zurück gegen dich, Markus. Wie kommt das? Du, ich hab doch das Spiel jetzt schon mehr gespielt als du. Warum ist das so? Oh Mann, ey. Oh, ey, der geht. Nein. Warum denn der? Oh, na, wa. Ich habe auch ja keinen Zugriff. Ich hatte so nach der Halbzeit, ja, hatte ich so eine gute Phase. Stimmt. Und da kommt der auch noch mit seinem Fuß zwischen. Das gibt's doch ja nicht. Komm, ich will wenigstens einen hier. Oh, ich gibt's nicht. Nein. Nein. Was ist das, ein harter Sch... Oh, nee. Nee. Oh, was? Heber hat einfach überlaufen. Krass. Oh Gott, 92. Oh, das gibt's... Nein. Oh! Oh, nicht über den krieg ich drin. Ich krieg keinen drin. Ich krieg's nicht hin. Oh, Alter. Das hatte ich aber auch lange nicht, Markus. Dass ich... kein Tor geschossen habe. Kein einziges Tor geschossen. Das ist hart. Das ist hart, ey. Gutes Spiel. Tut mir leid. Es war ein gutes... Es ist nicht schlimm, Markus. Es ist wirklich... Es ist wirklich, wirklich nicht schlimm. Das ist ja immer das, was ich sage. Wir haben jetzt vorher nicht abgesprochen. Und es soll ja auch immer noch ein reales Spiel bleiben, sozusagen. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Auch wenn ich mich jetzt nicht gut fühle. Und die ganze Zeit wieder darüber nachdenke, warum war das denn so? Ich fühle mich nicht gut, weil ich immer gewinne und ich immer den Gegner spiele. Vor allem, Marcel schreibt sich, kaum ist Markus wieder da, geht bei mir schon nichts. Ich will doch nichts sagen, als du nicht da warst, ne, habe ich schon ein paar mehr Siege mitgenommen, muss ich mal so sagen. Und kann man das nächste Mal schreiben, die letzten 4 waren nicht richtig gut. Ja. Gut, Markus, gibt es noch irgendwas zu bereden für Hannover? Eigentlich nicht, ne? Nein. Dann war das hier heute eine knackige... Na, knackige 50 Minuten. Das geht gut runter, das geht gut rein. Und dann noch hoffen wir, ja, ist Hannover. Und dann hoffen wir für alle, die nach Hannover fahren, ein gutes Spiel, viel Spaß, bringt die 3 Punkte mit nach Hause. Und dann schön, dass du da warst. Wird mal wieder Zeit, dass das mal einmal öfter passiert, auch wenn du mir wahrscheinlich wieder in vor den Sack spielst, einschenkst, genau. Und ja, dann schauen wir mal. Achso, wollten wir morgen gucken? Ja. Ich muss mal überlegen, war morgen irgendwas? Ich weiß es ja auch nicht. Das Spiel? Ja, aber ich glaube, irgendwas war noch. Ich weiß es nicht mehr. Sprechen wir nochmal drüber. Ist gar kein Problem. Kann auch gerne mal dabei sein. Chrissy, kannst gerne auch mal dabei sein. Kannst du auch mal eine Runde FIFA spielen. Das ist gar kein Problem. Oder das nächste Mal, wenn du bei Matze bist. Dann kommst du rüber und dann spielen wir mal eine Runde FIFA. So. Ja, gemacht. Gut, Markus, danke, dass du dabei gewesen bist. War sehr cool. Wir hören und sehen uns und wünschen euch einen schönen Abend, schönes Wochenende, viel Spaß beim Spiel und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.